Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wiki Stammtisch. Heute zu Gast Patrick Kernel aus einem kleinen Ort in der Schweiz. Hallo Patrick. Hallo, Sebastian. Stell dich doch mal vor. Ja, ich bin Patrick und habe den Benutzernamen Pakeh in der Wikipedia. Da bin ich schon seit 12 Jahren aktiv und das war klein angefangen, einfach mal aus Interesse und dann ist es wirklich zum einem ständigen Hobby geworden. Und intensiver wurde es besonders, als ich auch Mitglied geworden bin oder Gründungsmitglied geworden bin von Wikimedia CH, der Schweizer Förderverein für freies Wissen. Cool. Du hast jetzt so vom Werdegang, du hast studiert in der Schweiz und arbeitest als freier Journalist. Und warst eben bis ziemlich früh, also vor 12 Jahren, 2004 auch zur Wikipedia gestoßen als Autor und dann warst du warst du Gründungsmitglied von Wikimedia Schweiz. Genau, da haben wir ja schon mal ganze Bandbreite an Sachen, über die wir sprechen können. Schweiz ist ja aus deutscher Sicht auch sehr interessant, weil Deutsch dort eine der, ich glaube, 4 Amtssprachen ist. Es ist die größte, wichtigste Amtssprache. Ja, aber es gibt halt eben auch noch, was heißt eben, aber es gibt Französisch, Italienisch und Rätoromanisch und natürlich auch Alemannisch spielt eine Rolle, ne? Weil Schweizerdeutsch ist... Ja, das Schweizerdeutsch ist eine Variante des Alemannischen, ja. Und ist eigentlich Hochdeutsch die Amtssprache in der Schweiz oder Schweizerdeutsch? Ja, das ist Hochdeutsch und wir sagen Schriftdeutsch. Schriftdeutsch. Aha. Ja. Okay. Ja, es gibt also keine Wikipedia Schweiz, sondern ihr und auch keine anderen Projekte Schweiz, sondern ihr die Leute aus der Schweiz arbeiten dann entweder in der italienischen, französischen, deutschen oder eben alemannischen Wikipedia mit. Ja. Und ihr als Verein, wieso habt ihr dann noch einen nationalen Verein gegründet? Man könnte ja meinen, die Sprachen haben jetzt ihre Heimatländer und werden ja da ganz gut versorgt. Nein, es hat sich aus einem Treffen heraus entwickelt. 2005 im Herbst müsste das gewesen sein. Ja, da gab es mal ein Treffen in Zürich und dann schon kurz danach eben haben wir von Deutschland her diese Idee übernommen mit ähnlichen Statuten. Also die Satzung haben wir auch von Deutschland her übernommen, gleich bei der Gründung. Und so ist dann der Verein entstanden und ist schon von Anfang her auch als mehrsprachig aufgebaut worden, also mit Bezug zu den anderen Sprachregionen. Mhm. Also es ging darum, einfach eine Organisationsform für Schweizer Bürger zu finden. Ja, genau, ja. Ah. Und, dann haben wir schon ziemlich bald gesehen, dass wir viele eben Spenden generieren können für die Wikipedia und sind so dann auch interessant geworden für die Foundation, weil wir eben sehr viel Geld gesammelt haben bei den Spendenkampagnen und wir hatten noch nicht so viele Projekte, noch nicht so viele Ausgaben, aber viele Einnahmen und so ist das Ganze eigentlich gewachsen. Ihr konntet das ganze Jahre Geld dann ausgeben. Ja, am Anfang haben wir noch nicht so viel Geld ausgegeben, aber eben viel eingenommen. Mittlerweile ist natürlich auch, sind die Ausgaben auch gewachsen und es gibt Jahrespläne und so weiter. Das ist jetzt ganz, ganz anders aus. Also ihr habt eine sinnvolle Verwendung für das Geld gefunden, ja. 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 Wie ist denn das jetzt? In Deutschland ist es ja so, dass der Verein Wikimedia Deutschland die Spenden sammelt, an die Foundation abführt und dann das dort wieder beantragt. Ist das in der Schweiz genauso? Ja, das ist genauso, weil wir sagt eben Payment Processing, sagen dem Ganzen. Das ist der deutsche Verein, der Schweizer Verein haben das mit der Foundation ausgehandelt. Mhm. In anderen Ländern wird vor Ort eigentlich über ein Konto der Foundation Spenden eingetrieben. Mhm. Ja. Ihr habt aber nicht als Ziel gehabt, als ihr den Verein gegründet habt, Spenden vernünftig einzunehmen und auszugeben. Oder das war nur ein Ziel? Nein, was dann daraus geworden ist oder was zu einer Non-Profit-Organisation geführt hat. Aber eben das erste war ja mal
dass Wikipedianer in einem Verein zusammenkommen, nehme ich an. Das ist ähnlich wie bei Wikimedia Deutschland auch, damals zur Gründung geführt hat. Ja. Wie ist das eigentlich in der Schweiz? Können da alle Leute vier Sprachen? Ich schon, ne? Aber ich bin nicht, ich, ja, nein, es ist schon nicht ganz so. Aber wir haben eben ein Land, das aus vier Sprachräumen besteht. Deutsch, wie gesagt, die größte, Französisch die zweitgrößte, Italienisch und Rätoromanisch ist wirklich nur eine kleine Minorität. Ich vermute mal, dass jeder Schweizer mindestens zwei Sprachen kann, sodass, wenn ihr ein Treffen macht, man sich schon irgendwie verständigen kann. Ja, klar, das schon, ja. Und im Verein haben wir Englisch als Lingua Franca schon früh. Ach, tatsächlich, ja. Ja, genau, weil es gab auch schon von Beginn an viele, die aus dem Ausland in die Schweiz gekommen sind und dann haben sie vielleicht von der Schule her nicht den gleichen Background wie ein Schweizer Bürger. Und das ist sicher ein Grund, weshalb Englisch gleich zur Kommunikationssprache geworden ist. Und das ist bis heute so und ja. Der Verein besteht ja nun ein paar Jahre und hat auch Entwicklungen durchgemacht. Ihr hattet eine Geschäftsstelle, die Anfang des Jahres aufgegeben wurde in Lausanne. Ihr habt jetzt, glaube ich, vier Mitarbeiter, manche nur zu 10%, manche zu 80%. Wobei ich mir das schwer vorstellen kann mit den 80%. Das ist so 80% der Wochenarbeitszeit, ist damit gemeint, ja? Ja. Ah ja. Also ihr habt eine Geschäftsführerin und noch Community Management, glaube ich, die das. Ja, eben, und das ist Community Management ist in mehreren Sprachen. Das ist auch für jede braucht es eine andere Person. Hm. Aber die müssen miteinander sich absprechen und sich zusammenarbeiten, zusammen etwas entwickeln. Das natürlich schon. Ja. Wie viele Mitglieder habt ihr im Verein? Ja, sicher so 200-300, kann ich genau sagen jetzt im Moment. Aber es sind viele dabei, oder früher waren es sogar noch mehr, die eben durch die Spendenkampagnen sich angesprochen fühlten und dann einen Mitgliedschaftsantrag. Also eine Förderung. Die Mitgliedschaft beantragt haben, und dann später dann vielleicht nicht mehr den Mitgliedsbeitrag bezahlt haben und dann sind sie auch wieder gestrichen worden. Karteileichen habt ihr also gestrichen. Ja, so. Ihr seid nicht vom Verein, der jetzt nur für die Mitglieder da ist, sondern ihr seid für alle da, die sich für freies Wissen, Wikipedia, andere Projekte interessieren. Ja, ganz genau, ja. Wikimedia Deutschland ist ja da sehr breit aufgestellt, gerade was freies Wissen angeht. Also die machen auch freie Bildungsmaterialien, die gehen in den Glam-Bereich rein, versuchen da Leute, in Galerien, Bibliotheken, Archive, Museen zu aktivieren, dass die in Richtung freies Wissen studieren. Wikimedia Deutschland kümmert sich um rechtliche Sachen, also unterstützt Kampagnen, um freie Lizenzen zu unterstützen. Seid ihr auch in der Schweiz so breit aufgestellt? Ja, es ist ähnlich, aber sicher nicht ganz so breit, weil ja eben weniger Mitarbeiter, weniger Freiwillige da sind. Aber jetzt gerade Glam ist aktuell sicher auch ein Thema. Und da kommen wir vielleicht noch im Gespräch darauf zurück. Ja, ihr habt eine jährliche Mitgliederversammlung, wo dann alle zusammenkommen. Ich habe gesehen, zu meinem großen Erstaunen in der letzten Woche, dass, welches Projekt war das jetzt? Na, gleich komme ich drauf. Wiki Voyage, die machen eine Online-Mitgliederversammlung. Die geht dann über, glaube ich, zwei Wochen und da wird dann alles online diskutiert. Das ist natürlich in der Schweiz nicht so notwendig, weil die nicht so groß ist, die Schweiz. Und ihr habt ein ausgezeichnetes öffentliches Nahverkehrsnetz. Ihr könnt schnell zusammenkommen, oder? Ja, doch. Also ich weiß, was war die Frage nochmal? Wegen der Mitgliederversammlung. Ja, Mitgliederversammlung, aber ihr macht auch sonst viele Treffen. Es gibt Stammtisch in der Community oder. Und dass der Verein unterstützt das oder begleitet das oder notiert das nur? Nee, das ist je nach abhängig. Also einen Stammtisch, wenn es nur um Essen und Trinken geht, ist natürlich braucht es nicht viele Kosten und die trägt jeder selbst.
Aber eben für ein Rahmenprogramm bei einem Treffen ist natürlich sehr wohl auch können da Gelder dafür aufgewendet werden, oder für Museumsbesuche und andere Dinge. Das gibt's schon auch ab und zu mal, ja. Und das ist eben der Vorteil, dass in rund um Zürich haben wir jetzt mit dem Stammtisch doch etwas eine kleine Community, die sehr aktiv ist, haben wir jetzt über die Jahre ist entstanden und wird sicher weiter bestehen. Was es noch nicht ist, das könnte vielleicht ein nächster Schritt sein, dass es eine Community ist, die auch ein Lokal unterhält, so wie eben in deutschen Städten ja jetzt schon der Fall ist. Da kann ich noch nicht sagen, wann das in Zürich mal geben wird, aber Die Idee es gibt es auf könnte jeden Fall schon, schon. ja, die Idee, die gibt es, ja klar. Ihr seid, also Wikimedia Schweiz hat ja viele Überschneidungen mit Wikimedia Deutschland und viele kooperiert auch. Also wenn Veranstaltungen sind, gegenseitig unterstützen sich die Vereine, Leute aus ihren Ländern, dann da auch an anderen Veranstaltungen teilzunehmen. Also ich weiß, dass Wikimedia Schweiz Stipendien vergibt an Schweizer, wenn die zu einem zur deutschen Veranstaltung fahren wollen, zum Fotoworkshop oder Ja, genau. zu Wikidach oder ich weiß nicht was. So und Wikicon, ja, die Wikicon Wikicon ist ja war eine ja ebenfalls. Gemeinschaft, das ist sogar eine Gemeinschaftsveranstaltung, ne? Ist ja eine Gemeinschaftsveranstaltung, ja. Wikimedia Schweiz, Wikimedia Österreich und Wikimedia Deutschland organisieren jetzt schon seit ein paar Jahren einmal im Jahr eine Konferenz, wo sich deutschsprachige Wikipedianer und Commons-Leute und ähnliche Projekte eben treffen können. Zuletzt in Kornwestheim bei Stuttgart. Im Stuttgarter Raum, wie immer gesagt wurde, weil niemand wusste, wo Kornwestheim ist. Da ist es auch immer schön zu sehen, wie Leute aus unterschiedlichen Ländern zusammenkommen und dann ganz ähnliche Typen sind. Ja, genau, ja. Ja, das war dieses Jahr besonders, hat mir das besonders gefallen, wie es ist. Und das zu einer Zeit, in der man dann viel hört, auch beim Kurier und so, sind viele Leute so hektisch und streiten sich quasi über viele Dinge und so. Und eben an so einem Anlass ist das weit weg, finde ich. Und das ist vielleicht auch nur eine kleine, ist natürlich eine kleine, prozentual eine kleine Teilnehmerzahl, aber trotzdem, ja, das sind die Leute, die Wikipedia sicher weiterbringen können, auch in Zukunft. Das ist aber eine Beobachtung, die ich auch gemacht habe. Ich weiß, dass bei der Wikicon Ja. Leute sind, die sich auch streiten. Im Kurier hast du schon genannt. Das ist so eine Art internes Boulevardblatt der deutschen Wikipedia, deutschsprachige Ja. Wikipedia. Und auf irgendwelchen Diskussionsseiten wird sich heftig gestritten, in teilweise sehr unangenehmer Wortwahl. Aber bei persönlichen Treffen geht es dann doch deutlich zivilisierter zu. Ja. Und wenn man Und sich ein Projekt will ich noch rausheben, was bei der Wikicon jetzt eine Rolle spielt. Das ist die Wiki-Eulen-Verleihung. Das sind Preise, die vergeben werden für Community-Mitglieder, die sich auf irgendwelchen Gebieten besonders hervorgetan haben oder erwähnenswert sind. Eine wirklich bewegende Zeremonie. ja, das ist gut, dass sich das etabliert hat als Preisverleihung. Während dem eben, ja, auch sonst gibt es ja vieles, das in diese Richtung geht, dass man sozial besser zurande kommt, also eben auch online oder mit Benachrichtigungen oder dass man auch sich bedanken kann und so, ja. Genau. Ja, Du, ich will ich noch das mal auf. Soziale ist eben auch das, was mir gefällt an dem Hobby. Also, und das ist vielleicht etwas, das ja vielfach auch gar nicht bekannt ist, dass es so soziale Aspekte gibt bei so einer Arbeit, so einem Hobby, an dem man sich so stark beteiligen kann. Ne?
Allgemein ist Bitte. die Bekanntheit der Wikipedia als Enzyklopädie sehr groß inzwischen, aber Ja. dass es keine Webseite ist, auf der man nur Wissen abgreift, sondern dass eine riesige Community dahinter steht oder mehrere Communities, die sich überlappen, teilweise aber auch gar keine Berührung miteinander haben, dass da Leute allein zu Hause sitzen, aber auch miteinander agieren, Ja, genau. interagieren und das Ja. machen. Ja, das ist faszinierend und viel zu wenig bekannt. Und wenn es bekannter wäre, wird, nee, wenn es bekannter wird, dann gibt es zwei Reaktionen. Entweder totale Begeisterung und ich will mitmachen. Eigentlich gibt es noch mehr. Der zweite Fall, totale Begeisterung und totales abgeschreckt sein, wie rau manchmal der Ton ist oder auch häufig. Oder, ja, macht mal. Ich kann das nicht. Aber dafür habt ihr auch Projekte gemacht. Du hast von einem Tao-Projekt gesprochen, von dem ich noch nichts gehört hatte. Das war ein Projekt, um ältere Leute an die Wikipedia heranzuführen. Ja, das ist mittlerweile schon so 5 Jahre her. Worum ging es da? Und ja, weil die Berner Fachhochschule in der Schweiz hat mit der Uni Ulm und mit, glaube in Maastricht noch eine andere Universität, die haben daran geforscht, wie man, also mit EU-Fördergeldern kann man sagen, das haben sie daran geforscht, wie man ältere Leute auf im Internet aktivieren kann, dass sie eben, dass sie das Internet kennenlernen und auch für sich etwas davon eben für ein aktives Alter zu gestalten, sie da sich beteiligen. Und da gab es in der Schweiz SeniorWeb, so eine wirklich eine Plattform für ältere Leute, für Senioren mit Diensten und auch eben Treffmöglichkeiten im realen Leben, auch an Stammtischen. Und als reine Online-Aktivität wollten sie noch eben Wikipedia noch einbeziehen und quasi Leute auch von SeniorWeb zu Wikipedia, ja, soll man sagen, über begeistern dafür. Ja. Also Und Tao das, ist ein Akronym ja, für Third Age Online, drittes Alter, ne? Verge online, Ja, ist aber auch gleichzeitig ein chinesisches Wort für Weg. Das Projekt ist ja. Ja, 2013 abgeschlossen worden, aber läuft weiter, also wirkt auch in die Zukunft. genau. Ja, ich kann mir nicht ganz vorstellen, wie es, und wir haben auch jetzt nicht mehr uns damit beschäftigt eigentlich, dass ältere Menschen stärker eine Zielgruppe sind, weil es doch einige Probleme gab bei Also dem wenn, Projekt. was waren die Probleme? Eben, dass ältere Menschen zuerst mit dem Internet sozialisiert werden müssten, oder? Und das wird vielleicht in einigen Jahren eher der Fall sein als jetzt im Moment. Also, und eben als vor 5 Jahren und so. Aber ich dachte, das wäre ein Ziel des Projektes, die Leute mit dem Internet zu sozialisieren. Ja, aber das hat ja nicht sofort einfach geklappt. Die Also das ist nichts, was man mit einem. nur mit einigen Kursen war es noch nicht getan, und deshalb denke ich, war es noch nicht so berauschend. Das ist auch wahrscheinlich, dass sie was in Deutschland, was ja in Deutschland auch damals auch ein Projekt gegeben hat, namens Silberwissen. Und das ist ja auch dann eingestellt worden. Und die Leiterin ist nicht mehr vom Verein bezahlt worden dafür. Ah ja, ist, seltsam. Also ich kannst du sagen, warum? Also du sagst, es hat nicht so geklappt, wie man sich vorgestellt hat. Das heißt, man hatte sich Ziele gestellt und die wurden nicht erreicht. Ist das richtig? Ja, eben. Ja, also, vielleicht für die Wissenschaft gab es schon, für diese Forscher gab es schon einige Erkenntnisse, aber für uns als Community Partner, also wie es geheißen hat, war sicher nicht so einfach, und gleich so etwas aus dem Boden zu, ja. Ja, ist auch okay, wenn etwas mal nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, dass man sich dann auf andere Sachen konzentriert. Und Aufgaben gibt es genug. Ja, genau, ja. Die Wikimedia Schweiz, was macht sie alles? Sie unterstützt Veranstaltungen, wenn Leute sich treffen wollen, die in den Projekten bereits involviert sind, oder um Interessierte ranzuführen. Also enge Ja, Kooperationen ja. mit Bildungsinstitutionen, soviel ich weiß. Das gibt es sicher auch, ja klar. Verschiedenste Art.
und Weise. Zum Beispiel? Oder auch eben gibt Veranstaltungen in Schulen, an Universitäten. Es gab mal in der Westschweiz über längere Zeit eine Wiki-Permanence, hat das geheißen, wo über Mittag war einfach eine Sprechstunde, war ein Wikipedianer anwesend, die einfach befragt werden konnten über und dann so war, ja. Und ihr hattet Wikipedians in Residence. Das sind ausgewiesene Wikipedia-Autoren, die bei einer großen Institution sind. Bei euch war das die Schweizerische Ja. Nationalbibliothek. Na, da war zum Die einen Nationalbibliothek und zuerst eigentlich noch das Bundesarchiv. Das das war noch Bundesarchiv. früher. Ja. In der Und das sind Nationalbibliothek, das, beide, ja. ja, sind beides, gehören beides im Bund, also der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Und sie sammeln, oder wie zu vermuten ist, eben alles rund um die Schweiz. Archivmaterial beim Bundesarchiv, also eher jüngere Sachen, eigentlich noch, die aus der Bundesverwaltung stammen. Und eben bei der Nationalbibliothek sind das natürlich Bücher, alles und alle Publikationen rundherum, also auch Was macht Bildersammlungen gibt. so ein Wikipedian in Residence? Ja, sie haben in dem Fall vor allem eben auch dafür geschaut, dass Bildersammlungen hochgeladen werden von gemeinfreiem Material für die Wikimedia-Projekte über Wikimedia Commons. Das heißt, die Nationalbibliothek und das Bundesarchiv hatten schon digitalisierte Bilder, haben die aber erstmal nur bei sich auf den Rechnern gehabt und mit Hilfe des Wikipedian in Residence wurde da Ja, eine. das ist sicher war ein wesentlicher Teil dieser Projekte, Aber die Anwesenheit des Wikipedian in Residence hat doch sicher auch in den Institutionen was bewirkt, was ja. Ja, verändert. dass sie mehr Interesse haben, auch für Folgeprojekte, dass die Mitarbeiter mehr Wissen haben über Wikipedia, über freies Wissen allgemein. Ja. Und das können wir feststellen, es ist wirklich so. Also, wir haben jetzt auch eben in Veranstaltungen, es gibt jetzt Glam-Veranstaltungen, die auch initiiert werden, auch von diesen Institutionen. Jetzt gerade in diesem Jahr wegen Eisenbahn, der große Gotthardtunnel wurde eröffnet diesem Sommer. Und dann jetzt sind verschiedene Glam-Institutionen, haben sich vernetzt untereinander, haben ein Netzwerk gebildet und jeder hat etwas vorgeschlagen, das mit Eisenbahn zu tun hat. Und so ist jetzt eine kleine Veranstaltungsreihe entstanden. Da sind einerseits wir als Wikipedianer eben auch, wenn wir teilnehmen aktiv, machen wir einen Beitrag und dann gibt es eben Leute als Mitarbeiter und vielleicht auch andere Personen im Umfeld dieser Institutionen, die da mitwirken. Ja. Heute Abend ist, also heute ist, heute eben am 9. Oktober. Nee. Oktober, Nee, heute ist der 10. 10. Oktober, Ja. 10. Oktober, ja. Heute ist auch eine solche Veranstaltung in Zürich beim Alfred Escher Stiftung heißt. Was ist das? Das ist, dort wird, werden die, die eben Dokumente im Zusammenhang mit Alfred Escher gesammelt. Und er war einer der wichtigsten Bankiers und auch Politiker zur Zeit des Baus der ersten Gotthard-Bahnstrecke im 19. Jahrhundert. Noch nie Und was gehört von Johann, deshalb, ja. der auch den interessanten, vollständigen Namen Johann Heinrich Alfred Escher vom Glas hatte. Okay. Nein, Wikipedianer ein bisschen. Alfred Escher. Ja, genau. Es ist der, Ja, ein also Schweizer Politiker. es gibt gleich beim Hauptbahnhof in Zürich gibt es eine Statue oder eben ein Denkmal von ihm. Ja, das ist noch etwas vom Bekanntesten in dem Zusammenhang. Ich hatte in einer der vorherigen Episoden hatte ich einen Gast, und zwar Kelson, also in Wirklichkeit heißt er Emanuel Erhard, Ja. der Kiwix programmiert und da, was ja von Wikimedia Schweiz wesentlich unterstützt wird.
Ja, klar, da sind wir auch froh darum. Das gibt eben auch also eine kleine Stütze für den Verein, also für die vielleicht später oder jetzt vielleicht noch nicht, aber später dann auch, um wahrgenommen zu werden außerhalb in der Öffentlichkeit, dass wir sagen, wir haben so etwas als Software im Angebot. Weil wir das unterstützen und können wir das auch als Dienstleistung des Vereins insgesamt anpreisen quasi. Ja. Und das ist schon bereits eben etwas, das ja auch weltumspannend ist. Wir haben einige Dinge in der Schweiz gemacht im Zusammenhang mit Kiwix. Ich weiß nicht, ob dir das ob dir das Projekt mit den Gefängnissen bekannt ist. Nee, das kenne ich Das ist nicht. ja schon. Eben, dass Leute im Gefängnis, Insassen, konnten über den Stick, den USB-Stick, offline Wikipedia Lesen. lesen, ja, genau. Ja. Das heißt, die haben ja keinen uneingeschränkten Internetzugang dort. Ja. Ist auch Teil der Strafe sozusagen. Genau. Aber sie konnten offline. Sie sagst, konnten, ist das beendet, das Projekt? Weiß ich im Moment nicht genau, aber das war einfach mal der Versuch und das hat geklappt. Es gab einige Institutionen, eben Gefängnisse, die das angeboten haben, Ich war auf der Wikicon in Kornwestheim und dort war jemand von dem Projekt One Laptop per Child. Das ist eine spezielle Hardware, ein einfacher Laptop, speziell designt auch für Kinder, mit einem Linux-Betriebssystem drauf und unter anderem auch Kiwix drauf installiert und die Wikipedia darauf installiert. Das hat mich ja schon sehr beeindruckt. Auch wenn man die Fotos sah, wo wirklich, wie man so sagt, im Busch, also in Landstrichen, wo auf 100 Kilometer ringsum kein Strom, kein Internet und sowas ist, dann kleine WLANs aufgespannt werden, um in Schulen und auch in Universitäten Ne? und so halt Wikipedia zugänglich zu machen. Und dafür ist Kiwix eine wesentliche Voraussetzung. Ja, genau, also eben in Afrika, weiß ich, da wurde das schon versucht, ja, schon Ziemlich erfolgreich. ist erfolgreich, ja. Nochmal jetzt auf deine Amtstätigkeit in Wikimedia Schweiz zurückzukommen. Das interessiert mich ja auch. Ich war ja auch in Amt und Würden bei Wikimedia Deutschland. Als du in das Amt gewählt wurdest, war das dann so, wie es dir vorgestellt hattest, was deine Aufgaben betrifft? Ja, also ich bin eben vor allem mal Mitbegründer gewesen vor 10 Jahren und dann war ich immer damals in dem kleinen Haufen Freiwilliger, war ich halt auch schon halt integriert und war immer Teil des Vorstands eigentlich erst dann später als weniger deutschsprachige aktiv waren, bin ich einfach, weil ich trotzdem noch dabei geblieben bin ich auch, habe ich mich zur Verfügung gestellt, bin in den Vorstand gekommen und dann gab es plötzlich einen Wechsel, als der Präsident zum bezahlten Mitarbeiter wurde, also wurde Ach, du hast. verantwortlich für die, ja, das war jetzt vor 3 Jahren ungefähr, ja. Und dann bin ich interimistisch Präsident geworden und dann im folgenden Jahr an der Generalversammlung habe ich mich kandidiert und bin als Präsident bestätigt worden. Und ja, das war ich jetzt bis Frühjahr dieses Jahres, als ich dann entschieden habe, dass ich nicht mehr im Vorstand bleiben möchte. Und ja. Hast du denn erreichen können, was du dir vorgenommen hast, als du dich hast wählen lassen? Ja, eben das. Ich habe sicher einen Beitrag geleistet. Ich weiß nicht, wie groß der ist für insgesamt, aber einen Beitrag geleistet für die in der Zeit der Professionalisierung auch, kann man sagen, eben dieses Vereins. Was meinst du Und mit Professionalisierung? ja, weil es ist nicht schnurgerade verlaufen, weil wir haben zuerst mal eine Person für die Administration. Es war damals dringend nötig.
um Freiwillige zu entlasten, also für alles, was mit Rechnungen und so zu tun hat. Das konnte irgendwann nicht mehr von Freiwilligen, also die Buchhaltung und alles konnte nicht mehr geleistet werden. Und dann schlussendlich dann eben wegen den vielen auch Projekten, die immer mehr geworden sind und für die ja dann Gelder ausgegeben wurden, musste auch jemand für die eine dort bezahlte Arbeit leisten, also für die Koordination, für die Planung, für die eben für die Annual Grants, Jahresetat an die Foundation Ja. zu beantragen und ja, das wurde immer dringender und dann so sind wir langsam zur Professionalität gekommen, dann auch erste strategische Überlegungen und ja, jetzt mittlerweile eben ist nicht mehr eine Zweierspitze mit zwei Geschäftsführern, die für Administration und für Projekte zuständig sind, sondern es ist eine Hauptgeschäftsführerin, die seit diesem Jahr jetzt an der Arbeit ist. Und das ist sicher eine Verbesserung jetzt. Und hoffen wir, dass es noch so weitergeht und ja. Also wir brauchen nicht eine große Geschäftsstelle wie in Berlin und viele Dutzend Mitarbeiter, aber doch eine gute Arbeit und die richtigen Leute, die damit beauftragt sind, würde ich sagen. Ja, das Ja. ist manchen nicht schwer, nicht leicht zu erklären, dass wenn man viel Geld einnimmt, man auch Geld ausgeben muss dafür, um das professionell machen zu können, um das Ja. reibungslos machen zu können, nachvollziehbar, dass da nichts verloren geht und nichts vergessen wird. Genau. Wir reden jetzt schon eine Weile. Zeit für ein bisschen Musik. Jetzt etwas freie Musik. Diesmal durfte ich was aussuchen und hab mexikanischen Punkrock ausgewählt, Los Fancy Free, ein Projekt, was mit mehreren Punkbands da zusammenarbeitet, und von denen hören wir jetzt Money, Money, Money. Difference between a bum and a bohemian lies in this: how much has flowed
Da sind wir wieder. Wir hatten gerade eben drüber gesprochen, nochmal über Wikimedia Schweiz, die Größe und was man da erreichen kann, wenn man dort ist. Du warst gerade in Davos, bei Glam on Tour. Bitte erkläre, was Glam on Tour ist. Ja, das ist eine schöne Kooperation zwischen der Wikipedia Community mit Unterstützung der von Wikimedia Deutschland und jetzt auch Wikimedia CH, dem Schweizer Verein, und einer Glam-Institution, die sich öffnet und die Wikipedianer einlädt für eine Schreibwerkstatt, das Museum die Räumlichkeiten öffnet, die Mitarbeiter sind dort und helfen mit. Dann entstehen hoffentlich viele schöne neue Artikel oder es werden bestehende ergänzt. Und also das sind natürlich Bilder, fließen da rein und Texte und vielleicht noch vieles andere auch noch. Und so etwas haben wir jetzt gerade in Davos gemacht, in einem Kunstmuseum. Und zwar ein Haus, das speziell einem Künstler gewidmet ist. Das ist Ernst Ludwig Kirchner, ein deutscher Maler, der aus gesundheitlichen Gründen in die Schweiz gekommen ist. Vielleicht auch wegen der Neutralität damals im Ersten Weltkrieg. Und er ist eigentlich in der Schweiz danach geblieben. Bis in der Zeit, als die Nazis die Macht übernommen haben und irgendwann ist es ihm dann nicht mehr so gut gegangen und er hat sich das Leben genommen dort in Davos. Aber in der Zeit hat er noch viel gearbeitet und hat auch viel sich mit der Landschaft, mit den Bergen in Davos, im Kanton Graubünden beschäftigt eben und hat ein großes Werk gemacht, malerisch, aber auch Skulpturen und Holzschnitte, also eben so verschiedene Kunst. Und bei die Glam on Tour, das waren mehrtägige Veranstaltungen mit verschiedenen Unterpunkten. Also ihr habt natürlich euch getroffen, aber es gab auch ein Editathon. Ein Editathon ist ein Treffen, wo man gemeinsam oder nebeneinander an Artikeln arbeitet oder eben Bilder hochlädt. Ja, also wir hatten einen ganzen Tag dafür zur Verfügung und dann am nächsten Tag sind wir auf eine Wanderung gegangen in die Berge und waren auch an einer Station, die sehr wichtig ist im Leben von Ernst Ludwig Kirchner, wo er einen oder mehrere Sommer verbracht hat auf einer abgelegenen Alp oder Alm, wie man in Deutschland das sagen würde. Und dort sind viele Werke entstanden oder beeinflusst worden davon. Und schließlich noch einen Tag später, am Vormittag, haben wir nochmals eine Schreibwerkstatt, sind wir nochmals in das Museum gegangen, für einen Editathon. Nochmals. Hast du einen Artikel neu angelegt? Oder? Ja, ich habe den Artikel über die Staffel Alp, über diese Alp, anlegen können und gab es eben auch Bildmaterial dazu. Was kann man denn über eine Alpe schreiben? Ja, in dem Fall eben die Geschichte und eben der Bezug zur Biografie des Künstlers. Ach so. Ja. Klar. Und macht sowas Spaß, einen Artikel zu schreiben? Oder wo kommt da der Kick bei dir? Es macht Spaß, sicher, und wenn man vorwärts kommt, so sich eins ans andere fügt, dann das macht wirklich Spaß. Ja. Und das war in dem Fall wirklich so. Und ich konnte immer, ich habe immer abgespeichert zwischendurch und so sind verschiedene die Versionsgeschichte ist dann auch gewachsen. Und ja. Cool. Noch irgendwas? Also wie viele Teilnehmer waren da etwa? Ja, wir waren 20 Teilnehmer ungefähr und viele kamen aus Deutschland, aus Berlin. Berlin ist ja auch war auch eine Station im Leben von Kirchner. Dort war er, bevor er eben in die Schweiz gekommen ist, hat er in Berlin viele auch Straßenszenen gemalt. Und damit haben sich auch Leute eben gerade aus Berlin beschäftigt. Das war für sie eine
sicher etwas Interessantes, eben das, die Großstadt und die Berge, das ist eben ein Kontrast, ein wichtiger Gegensatz im Leben von des Künstlers. Und Ja, das finde ich haben super. wir auch, das war ja eben auch schön, dass wir das auch bei unserer Gruppe so abbilden konnten auch. Ja, genau, zu Kirchners Zeiten, der ja, wann ist er gestorben? Erster Weltkrieg? Nee, 38 hat er Nein, sich nennen gestorben, können. 38er. Ja, aber war das Bild von der Schweiz in Deutschland ja nicht die Hochalpen, sondern eher die hügelige Schweiz, also die mittelgebirgige Schweiz. Wenn in Deutschland ein Gebiet Schweiz genannt wird, so wie die Märkische Schweiz, die Holsteinische Schweiz, dann sind das keine schroffen Berge, sondern es ist einfach eine halbwegs bergige Gegend, das, was die letzte Eiszeit halt übrig gelassen hat. Ja. Die Faszination für die, das kam da erst auf, so in Kirchners Zeiten. Bis dahin war das eher so ein Erholungsgebiet, wo man halt, ja, wo nicht alles flach war. Und der Kontrast Ja. zwischen der Großstadt Berlin, die ja nun extrem flach ist, und mit 15 Metern über Meeresspiegel auch das konstant ziemlich gut durchhält, und dann in die Berge zu fahren, das muss schon ein erheblicher Unterschied gewesen sein. Ja, und eben wie ich ja auch schon gesagt habe, es war wegen aus gesundheitlichen Gründen, weil es Tuberkulose gab in der Zeit. Das war ja eine Krankheit, von der man sich Heilung erhoffte im Hochgebirge, gerade in Davos. Durch die gute Luft und durch die Da sind gute wir auch Luft. Ja. in einem Sanatorium aus der damaligen Zeit haben wir eine Führung machen dürfen. Oh, okay. Ja. Das heißt, die Leute haben immer draußen auf dem Liegestuhl gelegen und gehofft, dass die Luft ihnen hilft. Ja, das haben wir so, ja, das haben wir so gesehen, eben wo das gewesen ist damals. Es gab ja auch bei Berlin Lungenheilanstalten, wo Tuberkulose auf diese Art behandelt wurde, daher weiß ich das. Ja. Und jetzt im Nachhinein, jetzt hast du da Leute getroffen, die du vorher noch nicht kanntest? Oder ist das eher so ein Wiedersehen von alten Bekannten? Ja, viele alte Bekannte, aber wirklich auch neue. Ja, eben aus, denke ich, sind viele, die dann auch speziell wegen dem Kunst, der Auseinandersetzung mit Kunst gekommen sind und die vielleicht bei anderen Glam und Tour sich weniger angesprochen fühlen würden, aber ja, es ist eben, wir haben das als erste Station in der Schweiz jetzt durchführen können und das nächste ist bereits in Planung und das wird in einem Museum für Druckgeschichte sein. Also es trägt auch den Namen Gutenberg Museum Ah, okay. in Freiburg, an der Sprachgrenze, in Freiburg oder Fribourg. Ja. Das ist die nächste Tour von Glam on Tour. Ja, und dann bin ich gespannt, ob wieder ähnlich viele Leute aus Deutschland kommen oder nicht. Oder ob es vielleicht dann mehr auch französischsprachige Wikipedianer Oder mehr gibt, Schweizer, die das dann, wäre ja auch mal was. ja, eben ja, aus der deutschen und französischen Sprache in Schweizer. Ja. Man muss ja nicht jetzt so ein hochdekorierter Wikipedia-Autor sein oder man muss überhaupt gar nicht in der Wikipedia editiert haben, um auch an so einer Veranstaltung teilzunehmen. Soviel ich weiß, werden auch Leute unterstützt, die Absicht haben, in der Wikipedia was zu machen und sich das erstmal aus der Nähe anschauen wollen. Ist das richtig? Ja, das ist richtig, ja. Es gab es jetzt in dem Fall nicht, ja, es gab eine junge Frau, die aus China stammt und erst seit wenigen Monaten eigentlich sich mit Wikipedia auseinandersetzt. Und sie spricht nicht so gut Deutsch, aber mit Englisch hat sie sie spricht gut Englisch und hat jetzt auch sich angemeldet, war dort dabei und ja, konnte auch einen kleinen Beitrag leisten. Und das ist ja auch, dass wir hoffen, dass sie dann weiter aktiv bleibt, dass wir, ja, dass so eine Veranstaltung eben eine Person motiviert. Ich würde ja jeden Schweizer, der jetzt zuhört, und der noch mit Wikipedia noch nicht so viel am Hut hatte, sich das erstmal anschauen wollte, das empfehlen, das zu tun. Ich kann das nur ermuntern. Also wie gesagt, die Leser der Wikipedia sind sehr spendabel. Die meisten Spenden kommen durch Kleinstspenden, so im Bereich von 10 Euro rein. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Schweizer Franken das sind. Ja, Aber ungefähr gleich viel, ja. ja. Ja.
Das heißt, da kommen Millionen von Euro zusammen auf diese Art und Weise. Und es ist wirklich eine sinnvolle Art und Weise, dies auszugeben, indem man Leute unterstützt, die sich bei Wikipedia engagieren wollen. Einfach nicht zögern, anfragen, in Wikimedia Schweiz oder im Wikimedia Deutschland unterstützen da sehr gern. Das kann man wirklich nur ermuntern dazu. Das wird noch viel zu wenig genutzt, wie ich so finde. Wir hatten schon zu Anfang über die verschiedenen Sprachen gesprochen, die in der Schweiz ja zusammenstoßen. Ja. Und auch eben die Besonderheit, dass das Schriftdeutsch, also das Hochdeutsch, die offizielle Amtssprache ist. Gesprochen wird aber Schweizerdeutsch, was ein Teil des alemannischen Sprachraums ist. Und du bist ja auch in der alemannischen Wikipedia aktiv. Ich habe da schon in der allerersten Episode mit, ich weiß jetzt nur die Nummer, 086 something gesprochen. Ja, also meinst Manuel. Manuel Schneider. Manuel Schneider. Ja, manchmal ist es seltsam mit diesen Benutzernamen und den tatsächlichen Namen, wie die durcheinander würfeln. Ist ja auch eine Besonderheit, ne? Das ist eine Sprache, die sich über mehrere Länder erstreckt. Ja? Süddeutschland, auch noch ein bisschen Tschechien, das ist aber sehr durch die Vertreibung 45 sehr vertrieben worden. Eben Elsass, ist in Frankreich und dann Süddeutschland, Vorarlberg in Österreich, Liechtenstein und die Schweiz und ein paar wenige Verteiler in Piemont oder Ostertal. Das gehört zu Norditalien, ja. Ja, aber nichts mit Tschechien. Nicht mit Tschechien, okay. Ja. Erzähl mal über die alemannische Wikipedia. Ja, sie war ursprünglich mal eine elsässische Wikipedia und dann ist daraus mit dem Code ALS, das ist da seither geblieben. Aber heute ist es eben für alle alemannischen Dialekte, auch für Schwäbisch, Badisch und Schweizerdeutsch. Es gibt ja ISO-Normen für Abkürzungen für Sprachen, aber ALS ist keine offizielle ISO-Norm, aber ich glaube, es gibt auch gar keine ISO-Norm für Alemannisch, oder? Ja, eben, ich glaube nicht, aber ist das ALS entstanden. Ja. Aus der Not geboren, ja. Okay. Ja, genau. Und ich finde das trotzdem eigentlich gut, dass für uns als Deutschschweizer ist der Dialekt das alltägliche Idiom im Alltag. Wir schreiben eigentlich wenig bis nicht auf Dialekt, aber so können wir trotzdem auch Dinge, die einen lokalen Bezug haben, in einer Enzyklopädie beschreiben, und das finde ich noch interessant. Ja. Aber die Community ist sehr klein und vor allem Benutzer Holder aus der Region um Freiburg im Breisgau, der sehr aktiv ist und hat Bots und alles, die viele verschiedene Arbeiten erledigen, so dass das Projekt überhaupt so auch ein wenig Qualität erlangen konnte. Und es kommen jetzt viele neue Artikel hinzu, viele auch von unter IP erstellt, aber die müssen überarbeitet werden zum Teil. Und da habe ich jetzt zum Teil etwas beitragen können und ja, mal schauen. Also ich bin angefragt worden als Administrator und werde jetzt dann eben auch als Admin tätig sein, nicht nur als Benutzer, wie bisher. Unterscheiden sich denn die Dialekte oder die Mundarten des Alemannischen nicht sehr, wenn ich jetzt vom Elsässischen bis ins Piemont gehe? Ja, doch. Es kann jeder in seiner Mundart schreiben. Und so werden neue Artikel angelegt. Man kann, muss nicht, aber man kann auch seinen Dialekt angeben. Und dann erscheint es oben im Artikel in einer kleinen Box. Ach, und welcher Mundart man das jetzt gemacht hat. Ah. Ja, genau. Ja. Aber man sollte es verstehen. Also man kann es ja untereinander verstehen. Also ich kann etwas, was auf Schwäbisch geschrieben ist, kann ich sehr gut lesen und verstehen. Das heißt,
Ihr habt mit der alemannischen Wikipedia gibt es eine Wikipedia, wo es keine einheitliche Mundart gibt, keine einheitliche Rechtschreibung. Genau, ja. Und man hat auch Das ist kein. quasi die Orthographie und alles, das fehlt. Da muss man improvisieren, kann man sagen. Und aber das ist auch nicht falsch. Also dass man Ja, das nee, so ich stelle mir macht, das sehr aufregend vor. ja, eben, ja. Ich auch. Wir sind ja alle mit Und der dann Rechtschreibung aufgewachsen, die von Lehrern erfunden wurden, damit die leichter die Arbeiten korrigieren können. Nein, das ist übertrieben. Es ging einfach um Verständlichkeit. Aber dann jetzt eine Wikipedia zu haben, wo die Rechtschreibung im Ermessen des Schreibenden liegt, das ist schon spannend. Da gibt es keine Grammatik-Nazis bei euch, die dann da durchwursteln können, oder? Nein, nein, es gibt nicht. Also eben, das muss, es muss. Ich finde, also wenn ich was korrigiere, dann ist das ja nicht die Schreibweise an sich, sondern dass ich eben schaue, ist das genug so, wie ein Artikel sein sollte, ist der so. Gibt es Bilder und auch Kategorien und solche Dinge, also die formalen Dinge, die ich noch ergänze, wenn das jemand, der noch zu wenig vertraut damit ist und das eben nicht berücksichtigt hat. In der deutschsprachigen Wikipedia gibt es ja das Phänomen, dass wenn ein Deutscher über ein Thema schreibt, was irgendwie mit dem Staat zu tun hat, dann da vermute ich, deutschlandlastig das macht. Es gibt auch schweizbezogene Artikel und österreichbezogene Artikel. In der alemannischen Wikipedia stelle ich mir das ja nochmal einen Zacken schwieriger vor, weil es ja dann auch noch das Elsass, also Frankreich, reinspielt, Piemont, also Italien. Meine Güte, Mensch, das habe ich richtig Lust, aber ich beherrsche das Alemannische nicht, mich da noch rein zu wursteln. Okay, die alemannische Wikipedia, ist das eine einheitliche Community oder ist das doch eher nach Ländern aufgesplittet? Ja, eben eine sehr kleine Community, das sind vielleicht knapp 100 Leute, die pro Monat was machen, aber das sind ja auch viele, das sind auch einige, die nur eben nur ein, zwei Edits so machen, also gar nicht zur Community gehören und nicht regelmäßig. Und sonst sind es vielleicht so 10 Leute, die dann auch schon längere Artikel geschrieben haben. Und es gibt ja doch auch lesenswerte und exzellente Artikel. Einfach natürlich nicht vergleichbar mit der deutschen Wikipedia. Ach, interessant. Ich habe mal die alemannische Wikipedia aufgerufen und da wird schon auf der Startseite unterschieden zwischen Zwitscherdeutsch, Badisch, Elsässisch und Schwäbisch. Da Ja, genau. geht's ja schon Ja, los. Da sind ja schon mal da geht's unterschiedliche schon voran. Begrüßungen. Grüß Gott auf Schwäbisch, Ja. Elsässisch, Bonjour und Willkommen. Willkommen. Guten Tag, Spanisch und Schweizerdeutsch, wie sagt man da? Guten Tag, Grüezi. Grüezi, Grüezi. Und wie sagt ja. man Tschüss auf Schweizerdeutsch? Gibt es Tschüss bei euch auch? Ja, es gibt's auch, ja, Aber was genau. sagt ihr im normalen Straßen? Oder ciao. Ciao, ach, Italienisch dann. Ja, das wäre das Italienische, so. Ja, vielen Dank. Ciao und Grüezi und Tschüss. Danke für das Gespräch. Interessante Einblicke in das Alemannische und in die Wikimedia Schweiz Sache. Ja, und also Alemannisch, da hatte ich schon mal was überhört, aber dann doch bin ich jetzt noch ein bisschen angefixt, mir das nochmal anzuschauen. Sehr spannend. Schön neugierig bleiben und weiter so. Ja, tschüss. Ja, bitte. Tschüss. Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Wallroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0, abgekürzt CC BY 4.0. Diese Lizenz erlaubt Ihnen erstens, die Episode zu teilen, also das Material in jedwedem Format oder Medium zu vervielfältigen und weiter zu verbreiten. Zweitens dürfen Sie die Episode bearbeiten, also das Material remixen, verändern und darauf aufbauen, und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerzielle. Ich als Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen, solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Die Lizenzbedingungen lauten: Erstens, Sie müssen als Urhebernamen Wiki Stammtisch, Sebastian Wallroth angeben. Zweitens, Sie müssen die Lizenz CC BY 4.0 angeben.
Drittens müssen Sie, wenn möglich, einen Link zur Lizenz beifügen. Viertens müssen Sie angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Fünftens dürfen Sie diese Angaben in jeder angemessenen Art und Weise machen, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, dass ich als Lizenzgeber gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders unterstützte. Zuletzt dürfen Sie sechstens keine zusätzlichen Klauseln oder technischen Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was diese Lizenz erlaubt.